Politisch gesehen hält sich das Vergnügen im Augenblick ja sehr in Grenzen, muss man sagen. Also diese langweilige Bundestagswahl da von einem halben Jahr, das war ja nicht mehr zu ertragen, oder? Was ist das denn für eine Demokratie? 30% sind gar nicht mehr hingegangen zur Wahl. Nochmal 30% wussten eine Woche vor der Wahl noch immer nicht, was sie wählen wollten. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, auch drück ab. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Sie ist der FC Bayern München in der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber sie hat einen Trick drauf, da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf die Frau einreden, dann dreht die sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Und das tun wir auch, zum Teil mit offenem Mund. Die Frau agiert wie ein geschickter Magier. Sehen Sie, ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung, den besorgen die Medien dann selber. Unsere Medien sind inzwischen dazu da, uns mit Skandalen zu füttern, über die wir uns aufregen sollen, damit wir uns nicht mehr Politik beschäftigen. Dafür sind die Medien zuständig und Skandale sind oft saisonbedingt. Also im Moment ist ja gerade Grippesaison. Normalerweise Riesenaufregung, aber dieses Jahr haben sie sich irgendwie auf kein Tier einigen können. Ich meine, wie oft sind wir schon dahin gerafft worden von Pandemien? Sie können sich erinnern. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht. Fragen Sie die Schweine. Und weil die Grippesaison dieses Jahr so schwach ausgefallen ist, war das dann das Pech vom ADAC. Da wurden die gelben Engel zu Ersatzschweinen. Und das ist so ein Skandal, so ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. ADAC-Skandal. Da können sich alle aufregen, alle können mitreden und es geht um nichts. Innerlich geht es um gar nichts. Und dieses Nichts wird dann in epischer Breite ausgewalzt in allen Medien und wir werden beschäftigt. Und kaum waren die gelben Engel alle wieder eingesammelt, da kamen sie mit Herrn Edati und seinen seltsamen Neigungen, die interessanterweise übrigens nicht strafbar zu sein scheinen. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Nicht alles, was abscheulich ist, ist auch strafbar. Und deshalb haben die beim Bundeskriminalamt ja auch so lange und intensiv ermittelt. Die wollten ja sicher gehen. Ich stelle mir das so vor, die haben da monatelang vor diesem Bildchen gesessen und gesagt, was ist das jetzt? Komm nur auch noch mal gucken, ich kann das nicht entscheiden. Ist das jetzt schon Pornografie oder ist das erlaubter Schweinkram? Was ist das jetzt? Komm doch, guck doch. Und da hatten sie Gott sei Dank einen im BKA, der kannte sich aus, der hat gesagt, nee, die sind ganz harmlos, da habe ich ganz andere zu Hause. Jetzt kann man so einen BKA-Mitarbeiter, der wegen Kinderpornografie verurteilt wird, den kann man so verschwinden lassen, mit einem Strafbefehl. Sang- und klanglos. Ja, da wird auch der Name nicht bekannt, der wird in Ruhestand geschickt, damit er mehr Zeit für sein Hobby hat, ist ja klar. Aber der Name wird nicht bekannt. Man will doch keine Existenzen vernichten. Wenn aber bei Herrn Edati eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden muss, da muss natürlich die örtliche Presse eingeladen werden. Das geht nicht anders. Irgendwas hat der Edati doch falsch gemacht, ne? Kann es sein, dass der als Vorsitzender vom NSU-Untersuchungsausschuss da so ein paar BKA-Leute ein bisschen zu heftig auf die Füße getreten ist? Vielleicht hätte er mit den Jungs lieber Bildchen tauschen sollen. Man weiß es nicht. Einen Vorwurf muss man ihm auf jeden Fall machen. Sehen Sie, mit so einer Veranlagung, da wird man einfach nicht Politiker, da wird man Priester. Ja. Da fällt das nicht so auf und da kommt das vor allen Dingen auch nicht raus. Es sei denn, der Beichtvater heißt Hans-Peter Friedrichs. Sehen Sie, der Friedrichs, der würde das mit dem Beichtgeheimnis genauso wenig begreifen wie mit dem Verrat von Dienstgeheimnis. Sie können das auch erklären, das hilft nichts. So was versteht der. Der Friedrich hat ja immer als einer der intellektuellsten Innenminister gegolten, die wir je gehabt haben. Der war ja als Innenminister so erfolgreich, dass er extra zum Gemüse versetzt worden ist. Viele haben gesagt, er ist dann näher an seinem Kopfinhalt. Aber ist ja. Der Friedrichs hat dem Gabriel erzählt, dass gegen den Edati ermittelt wird und hat sich damit strafbar gemacht. Der Gabriel hat es dem Steinmeier und dem Oppermann erzählt, hat sich nicht strafbar gemacht, er hat es einfach nur erzählt. Er war kein Geheimnisträger. Aber der Seehofer hat sich tierisch aufgeregt. Nicht über den Friedrich,
Und dass er sich strafbar gemacht hat? Nein, der Seehofer richtet sich auf über die Geschwätzigkeit von dem Gabriel. Der Seehofer, der hält sowas alles für sich behalten. Was kann der am besten Sachen für sich behalten? Ja. Und der Gabriel hat Oppermann und Steinmeier erzählt. Und der Oppermann, der wollte dann nur wissen, ist was dran oder nicht. Und dann hat er den BKA-Chef Zierke angerufen, um rauszufinden, was nur Sache ist. Und dann kommt der Bosbach ins Spiel, das ist auch so ein Intellektueller, die CDU wimmelt ja davon. Und da hat der Bosbach gesagt, er könnte das überhaupt nicht verstehen. Die hätten gesagt, der Zierke habe nichts gesagt und der Oppermann habe nichts gefragt. Was denn das für ein komisches Telefongespräch gewesen wäre? Mensch, Bosbach, wie lange machst du eigentlich schon Politik? Hat dir das noch nie einer erklärt, wie das geht? Das weiß doch jeder, wie sowas geht. Der Oppermann ruft bei dem Zierke an und sagt, Herr Zierke, ich habe da ein Problem. Ich habe hier eine Information vorliegen, dass gegen meinen Parteifreund Edati ermittelt wird. So, ich weiß, Sie dürfen da nichts zu sagen. Und ich darf da auch gar nicht nachfragen, sonst machen wir uns ja beide strafbar. Ich muss mal wissen, was los ist. Wir haben ja gerade Regierungsbildung. Also, wir machen das so. Wenn Sie jetzt nichts sagen, dann weiß ich Bescheid. Und dann sagt der Zierke nichts. Und dann sagt der Oppermann, danke für das Gespräch. Und der Bosbach ist zu blöd, um zu begreifen, wie sowas funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn der Bosbach sich jetzt mal die Mühe machen würde, bei der NSA das Telefongespräch anzufordern, da könnte er sich sogar mal anhören, wie das klingt, wenn einer nichts sagt und der andere nichts fragt, meine Damen und Herren.